Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play von Ebenezer and the Invisible World. Ich bin Rönne und bedanke mich, dass ihr reinschaut. Wir befinden uns im Londoner Stadtzentrum im Osten und ich wollte hier nochmal auf den Weg zum Observatorium schauen, ob es dort noch Sachen gibt, die wir erreichen können. Ansonsten würde ich mich jetzt zum Blackwood-Friedhof aufmachen, denn dort führt uns unser nächstes Ziel hin. Wir sollen nämlich Viktor Malthus ausfindig machen. Und ich glaube, hier war ich doch schon, ne? Ja, das war die Sache. Genau. Nein, stimmt. Hier war ich schon, weil ich ja gesagt habe, hier ist der Spiegel. Aber der bringt uns gerade nichts. Denn wir brauchen noch die Fähigkeit, auch durch den Boden zu brechen. Wände einzureißen, das beherrschen wir dank Busagen, den wir gerade ausgerüstet haben. Dessen Angriff wir auch weiter vorantreiben müssen. Da werde ich nochmal ganz schnell schauen, wie weit wir da eigentlich sind. 8 Gegner müssen wir noch erledigen. Mit Angus Buchar haben wir die Aufgabe ja in der letzten Episode abgeschlossen. Ja, und Jean-Baptiste Bernard. Das wird eine langwierige Aufgabe. 15 Punkte haben wir gerade mal geheilt. Pro Attacke heilen wir 5 Lebenspunkte. Und da wollte ich jetzt mal Elisgas Taschenuhr ausprobieren, ob das auch Auswirkungen auf Jean-Baptiste Bernard hat oder ob sich das nur auf das Geisterkind hier bezieht, welches die roten Beeren aus dem Inventar nutzt, um Ebenezer zu heilen. Ach komm, wir treiben mal die Kraft voran und sehen aber auch zu, dass sie sich schnell wieder aufladen. Nicht, dass wir... Oh, der Granatenmann ist wieder da. So. Sehen aber auch zu, dass sie diese schleunigst wieder aufladen. Nicht, dass wir vor einer brüchigen Wand stehen und diese nicht einreißen können. Bei denen kann man das doch immer gut aufladen. Zu langsam, Fräulein. Ist da was hintergefallen? Nein. Es war nur das Treppengelände, das ich gerade für Blei gehalten habe. So, weiter links. Da müssen wir lang. Genau, und dann hier runter. Wollte ich hier auf dem Weg nicht auch noch irgendwas? Ich weiß es nicht. Ich habe sie da vergessen. Egal. Ich glaube, ganz ablaufen werde ich die Karte sowieso nochmal, wenn wir wirklich alle Stärken besitzen, die notwendig sind, um auch wirklich alles erreichen zu können. So, wenn das so weitergeht, haben wir seine Fähigkeit auch bald schon aufgeladen. Seine Aufgabe erfüllt. Um es richtig zu sagen. Ja, er braucht sehr viel Energie. Hier jetzt nach unten. Moment. Ah, ich hatte gehofft, wir erwischen auch noch einen von denen. Ah. Manchmal will er nicht angreifen, nachdem wir gesprungen sind. So ein paar Bugs hat das Spiel tatsächlich noch. Trotz des ersten Updates. Hier ist noch der Laternen-Heini, der uns mal wieder erwischt. Wir haben ihn auch schon erledigt. So, und dann rechts lang. Dann werde ich da nochmal speichern. Bevor wir uns dann zum Blackwood-Friedhof aufmachen. Und hup. Thank you.
wie weit sind wir mit ihm? Noch zwei Gegner müssen wir erledigen. Dürften wir ja auch bald erledigt haben. Oh, die letzte Fackel war das für die Laternenanzünder-Quest, die da nochmal angesprungen ist, dass man das immer noch hört. So, weg mit dir. Er ignoriert sogar das Schild. Das ist sehr, sehr gut. Moment, oben hatten wir doch noch ein paar Gegner, dass wir die Kraft wieder aufladen können. Oh. Und jetzt ist er nicht zeitig weggesprungen. Moment, da können wir uns doch seine Stärke zunutze machen, oder? Und uns zu heilen. Dann kann ich mal überprüfen, ob das jetzt wirklich besser heilt. Aber seine Kraft braucht auch... Naja, jetzt ist sie voll. Wir können es doch hier mal testen. Jetzt habe ich nur den Wert nicht gesehen, aber wir können es ja hier mal schauen. Ne, 20. Er verbessert das hier tatsächlich nicht mit diesem Erbstück. Dann können wir das auch wieder rausnehmen und stattdessen die Energie, die wir beim Schlagen vom Gegner mit dem Spazierstock erhalten, erhöhen. So. Wechseln jetzt erstmal wieder auf Boost. Den haben wir bald erledigt. Vor allen Dingen wird das bei Boost sehr interessant. Noch einen. Da ist sein Schaden erhöht. Und der Schaden, der in diese Attacke verursacht, der hat schon in sich. Immer noch Luwain. Die muss sich immer noch um ihre Angelegenheiten kümmern, indem sie hier... Was ist das, wo eine Kirche steht? So, jetzt haben wir gleich die Krypta erreicht. Nach den Laternenfritzen hier umhauen. Den zweiten bitte auch. Und hier können wir nun durch den dortigen Spiegel teleportieren und so an die Rückseite kommen. Hoffe ich doch. Zumindest macht es hier so den Eindruck, dass es so ist. Wir haben natürlich wieder diese Welt. Hallo? Okay. Ah! Bleib hier! Nein! Verdammt! Ich hoffe, die Plattform kommt wieder. Ja, tut sie, tut sie. Da oben haben wir den Spiegel. Bilde ich mir das gerade ein oder ist die Wand hier brüchig? Wir können sie nicht einreißen, da die Kraft nicht aufgeladen ist. So, jetzt werden wir erstmal hier den Weg aufmachen, dass wir hier so nicht mehr lang müssen. Ich habe Gerüchte über einen Treffpunkt der verlorenen Seelen gehört. Ich dachte, das alles wären nur Geschichten. Dies ist der Eingang zur Stadt der Toten. Die große Leere dieses Ortes zieht unzählige Reuelose an. Und du nimmst an, dass Victor Malthus hier ist? Wenn es stimmt, was Lillian gesagt hat, dann hat Gaius Victors Verachtung und seinen Hass auf die Arbeiterklasse und die Armen schon von klein auf genährt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand wie er nicht an die Welt der Sterblichen gebunden ist oder er seine Taten nicht bereut. Wenn das der Fall ist, dann werden wir ihn hier finden. Glaubst du wirklich, dass Victor uns helfen kann, Kaspar zu helfen? Er kommt mir wie eine verlorene Seele vor. Ich weiß es nicht. Vielleicht will oder kann Victor uns oder seinem Bruder nicht helfen. Seine früheren Ziele decken sich weitgehend mit Kaspars aktuellen Plänen. Eventuell hatte er sogar seine Finger im Spiel, als die Arbeit der Weihnachtsgeister gestört wurde.
Ich hatte nicht gedacht, dass die Kraft hinter diesen Vorkommnissen jemand sein könnte, der Malthus einst kannte. Och komm, stell dich nicht so dumm an. Ich auch nicht. Sei äußerst vorsichtig. Je abgeschiedener ein Ort ist, desto stärker ist seine Anziehungskraft auf feindselige, reuelose Geister. Dies ist das Reich der Verlorenen und sie mögen es nicht, von Erinnerungen an das, was sie einst waren, gestört zu werden. Daran hatte er nicht gedacht, also mein erster Verdacht ist, dass Gaius der Geist war, der ihn hier auf den anderen Weg gebracht hat nach dem Besuch der drei Geister. Es spricht alles dafür, Leute. Alleine schon, wie er mit seinem Sohn und mit seiner Frau umgeht. So, wir befinden uns jetzt im Blackwood-Friedhof. Und ich sehe da unten schon jemanden winken. Ich muss nur kurz notieren, dass wir den Friedhof betreten, wenn mein Stift denn schreiben würde. Er schreibt mal wieder nicht. So. Wir haben hier auf jeden Fall rechts einen Speicherraum, den ich mir noch schnell zu Nutzen machen werde. Und es geht rechts und links weiter. Mal schauen, wo wir überhaupt lang können hier. Ach, da kommen wieder die... Oh, was machen die denn jetzt? Haben jetzt eine andere Attacke? Was bist du? Weg mit dir! Das Vieh überlebt einen Angriff von Hagen. Du aber nicht. Damit dürfte seine Aufgabe jetzt erledigt sein. Jawohl. Das heißt, wir müssen uns nun auf Jean-Baptiste Bernard konzentrieren. Ja, was ist das denn, was da auf einmal aus denen raus sprudelt? Uah. Hier geht's zur Bedlam-Anstalt. Waren wir von der Seite überhaupt schon in der Anstalt? Wir schauen mal, wo es hier lang geht. Das sieht aus, als könnte es eine Sackgasse sein. Ist es auch. Wir haben eine neue Nebenaufgabe, wie mir scheint. Gerhard Braun. Sieh da! Stehen bleiben! Laut den Regeln dieser Einrichtung ist das Rennen auf den Fluren verboten. Ich bitte um Verzeihung, aber wenn du dich umsiehst, dann wirst du erkennen, dass ich einen guten Grund habe, solch ein flottes Tempo hinzulegen. Wenn sie damit meinen, dass diese verflixten Reuelosen wieder Ärger machen, verstehe ich ihren Kummer. Aber es ist trotzdem keine Entschuldigung dafür, die Regel zu missachten. Ich bitte aufrichtig um Entschuldigung, Sir. Ich werde mein Bestes geben, um in einem gemäßigteren Tempo vor meinen Widersachern zu fliehen. Gut, mehr will ich gar nicht. Ich bin Gerhard Braun und als Gefängnisdirektor ist es meine Aufgabe, für Ordnung zu sorgen. Wenn dir die Aufrechterhaltung der Ordnung so sehr am Herzen liegt, dann könntest du mir bei der Bewältigung dieses zunehmenden Geisterchaos behilflich sein. Das wäre ganz nach meinem Geschmack. Aber zunächst müssten sie mir helfen, meine Last zu lindern. Früher war ich Gefängnisdirektor. Es war meine Pflicht, dafür zu sorgen, dass sich alle Häftlinge an die Regeln halten. Ich hatte einen Häftling namens Tom Derby, dessen schlechtes Urteilsvermögen es verhinderte, dass er Briefe verschicken mit der Außenwelt kommunizieren durfte, während er in meiner Einrichtung war. Verstehe, irgendwann hat auch der hartgesottenste Verbrecher das legitime Bedürfnis, mit jemandem außerhalb der Einrichtung zu kommunizieren, und sei es nur sein Anwalt. Nun ja, seine Tochter schrieb ihm seit seinem Haftantritt einmal pro Woche. Er freute sich über ihre Briefe und wollte sie beantworten, aber ich verweigerte ihm das jedes Mal, da er sich nicht an meine Regeln hielt. Ich dachte, es wäre ihm eine Lehre, die ihm helfen würde, sobald er in die ehrliche Gesellschaft zurückkehren dürfte. Aber so ging es jahrelang weiter, bis er erkrankte und starb, bevor er entlassen werden konnte. Was für eine schreckliche Wendung der Ereignisse. Schon zu Lebzeiten verspürte dieser Mann echte Reue für seine Taten. Daher wird man seinen Geist nicht hier unter den Reuelosen finden. Aber seine Tochter lebt noch und trägt diesen Gedanken mit sich herum, dass ihr Vater sich nie genug um sie geschert hat, um auch nur auf einen einzigen Brief ihrer Briefe zu antworten. Wie kann ich diese Last erleichtern?
Eine Tochter sollte doch nicht für die Fehler ihres Vaters leiden. Ich habe jeden Brief aufgehoben, den Tom Derby erhalten hat, zusammen mit denen, die er geschrieben hat. Darunter finden Sie auch meinen offiziellen Ablehnungsbescheid zu seiner Bitte, die Briefe abschicken zu dürfen. Tun Sie mir einen Gefallen. Finden Sie die Briefe und überbringen Sie diese der Tochter. Sie muss wissen, dass ihr Vater ihr geantwortet hat. Ich werde diese Briefe finden und sie zu seiner Tochter bringen. Was heißt finden? Liegen die da hinten nicht schon? Oh, Moment. Hier liegt noch was im Boden versteckt. Gut, dass wir den Kompass dabei haben. Das sind die Briefe, von denen Gerhard Braun gesprochen hat. Tom Derbys Tochter heißt Charlotte. Meine Güte, sie war eine fleißige Schreiberin. Es sind so viele. Außerdem Zeichnungen, und zwar ziemlich gute. Ein Haus, ihre Katze und ein Selbstporträt. Können wir das auch irgendwo sehen? Wahrscheinlich nicht. Aber wir haben jetzt die Gefängnisdirektor-Quest. Wieder ein aktiver Geist. Gerhard Braun war Direktor im Millbank-Gefängnis, in dem neben vielen anderen Personen auch ein Krimineller namens Tom Derby einsaß. Tom hatte eine Tochter namens Charlotte, der er regelmäßig schrieb. Braun erlaubte Tom jedoch nicht, Briefe zu schicken, weil er immer wieder gegen Browns übermäßig strenge Vorschriften verstieß. Charlotte wuchs in dem Glauben auf, dass ihr Vater sie nicht liebte, weil er nie versuchte, sie zu kontaktieren. Braun bereut seinen Unmut und bittet Ebenezer, Toms Briefe zu finden und Charlotte zu überbringen, damit sie weiß, dass ihr Vater sie sehr geliebt hat. Na, die waren ja nicht schwer versteckt. Ich dachte, ich täte diesen Männern einen Gefallen, als ich auf die strikte Einhaltung der Regeln bestand. Jetzt verstehe ich, dass mein Beharren übertrieben war. Naja, hinterher ist man immer schlauer, Gerhard. Ich überlege gerade. Ach, Moment. Wow, 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 wow. Es heilt nicht viel. Ich weiß nicht, ob das groß was bringt. Ich überlege gerade, ob wir vielleicht doch runter hier zur Bedlam-Anstalt von dieser Seite sollen. Oh, der hat was verloren. Das Feuer brennt nur noch. Römisches Eisen. Von der Seite in die Bedlam-Anstalt zu gehen, da es gut sein kann, dass wir von dort Bereiche erreichen, die wir vorher nicht erreichen konnten. Nochmal so ein Fackelmann. Aber die greifen nicht alle mit diesen komischen... Hä? Warum ist die denn jetzt so schnell gestorben? Weil wir die hier festgequetscht hatten? Okay, ich gehe erstmal nach links. Nicht, dass wir hier... Ah ja, das war die Tür, ne? Die Tür, die von der anderen Seite verschlossen war. Vielleicht können wir ja hier... Moment. Noch ein Erbstück oder eine Waffe oder ähnliches finden. Ich glaube, den Bereich kenne ich tatsächlich noch nicht, oder? Doch, kennen wir. Doch, den Bereich kennen wir. Hier waren wir schon. Genau, das war die Geschichte hier mit dem Wasserfall, wo auch der Geist der vergangenen Weihnacht war. Aber da oben ist doch noch irgendwas. Hier, ich kann da irgendwie schlagen. Moment mal, Leute. Das kann ja nicht sein.
Irgendwie muss man da doch reinkommen. Wie gesagt, da ist ja irgendwas. Wieso hört er nicht auf zu schlagen? Seite ist die Wand auch nicht brüchig. Sehr merkwürdig. Okay. Immer noch ein Rätsel. Gut, ich wollte die Erbstücke wieder tauschen. Da, die Geisterkraft wollten wir schneller aufladen. Zumal die auch gerade komplett aufgebraucht ist. Weil ich hier einfach mal Bruce Hagen für nichts und wieder nichts genutzt habe. So, dann ab tiefer in den Blackwood-Friedhof. Mal schauen, welche Gegner uns hier erwarten. Das da oben sieht auch schon wieder so auffällig aus. Ich glaube, da ist nichts. Einfach nur der vordere Gegenstand, der sich hinter den... der sich vor den hinteren schiebt. Oder? Was sind das hier für Höhlen? Und wer bist du? Wer bist du, mein Freund? Haben wir jetzt hier die Möglichkeit, endlich durch den Boden zu brechen? Hey da, Geist, ich kann sehen, wie du dich in der Dunkelheit herumdrückst, aber du bist doch kein reueloser Geist. Was machst du hier unten? Ei, nein, kein reueloser. Noch nicht. Ich habe aber das Gefühl, dass ich mal als einer enden werde. Warum bereite ich mich also nicht gleich darauf vor? Das war ich mal früher. Ich glaube, da fehlt dir irgendein Dialog gerade. Damals habe ich mich nur um meine eigenen Wünsche und Bedürfnisse gekümmert, sogar über die meiner geliebten Familie hinweg. Nie hatte ich das Bedürfnis, Zeit mit ihr zu verbringen. Jetzt bedauere ich, dass ich meine Lieben vernachlässigt habe. Wenn ein Geist so fühlt wie ich, ist es nur eine Frage der Zeit, bis er unten vergessen und verloren ist. Na, du bist ja ein fröhlicher Geselle. Zweifellos denken sie noch an mich, aber nicht auf gute Weise. Ohne meine Unterstützung musste meine Frau Avril einen Job als Nachtputzfrau im Londoner Observatorium annehmen. Wahrscheinlich verflucht sie mich bei jedem Fenster, das sie putzen muss. Vergessen? Ich bin mir sicher, dass deine Familie trotz deiner Vernachlässigung immer noch an dich denkt. Bitte, sie müssen dafür sorgen, dass ihr nicht zustößt. Avril muss gesund bleiben, um ihrer selbst willen und für unsere Kinder. Geist, wenn deine Frau im Londoner Observatorium ist, dann ist sie nicht sicher. Ich war heute Abend dort und es wimmelt nur so von reuelosen Geistern. Ich werde dafür sorgen, dass sie sicher ist. Bestimmt werde ich früher oder später dorthin zurückkehren. Es scheint, als würde ich heute Abend jeden meiner Schritte wiederholen. Ja gut, unsere Quest führt uns jetzt eh wieder dorthin. Freddy Pittman war ein Bergarbeiter, der seine Frau Avril und die Kinder der beiden vernachlässigte, um seine eigenen Wünsche und Sehnsüchte zu erfüllen. Nach seinem Tod verfiel Freddys Geist wie seine Frau auch in Verzweiflung und streifte durch die Stadt der Toten, immer in Erwartung, einer der Reuelosen zu werden. Als Freddy von der Gefahr erfährt, die von den jüngsten Unruhen und den randalierenden reuelosen Geistern ausgeht, bittet er Ebenezer, für Avrils Sicherheit zu sorgen. Na, da erwartet uns ja was. Im Londoner Observatorium, wahrscheinlich in einem der Räume, die wir noch nicht entdecken konnten, weil uns Fähigkeiten oder Ähnliches fehlten. Mal wieder auf Jean-Baptiste wechseln. Ah, Gott. Ah, was ist das? Ich glaube, wenn die dieses komische Leuchten um sich haben, machen die das. Muss ich mal drauf achten. Ah,
heute hier? Brauchen wir schon wieder was, um den Boden einzureißen? Platzende Gegner. Ich glaube, es hackt. Oh. Wo ist man? Ja, da hinten ist auch irgendwas. Wir kommen hier jetzt noch weiter runter. Wir müssen also lernen, den Boden einzubrechen. So, und ich bin froh, dass wir den Kompass dabei haben. Ja, das wird eine langwierige Geschichte mit Jean-Baptiste. Wieder den Boden einreißen, oder? Oh, da haben wir aber Glück gehabt, dass er die Kante getroffen hat. Und was ist das da oben? Beschwört der andere? Sieht schon fast so aus. Wo ist er hin? Hört tatsächlich diese explodierenden Kerle. Aua, und jetzt bin ich genau in die Explosion reingekommen. Was ist das denn für ein Sack? Leute, Leute, Leute. Jetzt brauchen wir schon wieder einen Haken. Hier haben wir wieder eine Schnellreisefunktion. Ah, die decken wir auch erstmal auf, bevor wir hier weitergehen. Damit ich die auch nochmal in meiner Videobeschreibung aufführen kann. Ich glaube, das ist dann schon der vierte oder sogar fünfte Schnellreisepunkt. Alle einsteigen. Was haben wir denn hier? Die verlassene Eisenbahn in der Stadt der Toten. Londoner Westen, Londoner Observatorium und in der Bethlehem-Anstalt. Komische Leuchten um sich haben, verlieren die, dann machen die nochmal solche Attacken, wenn man sie verletzt, die uns auch verletzen. Weg mit dir. Oh, oh, erhalten wir jetzt die Möglichkeit, Haken zu nutzen? Ich hoffe es doch mal. Hallöchen, Sie sehen heute Abend aber adrett aus. Haben Sie sich mal umgesehen? Für eine Höhle voller reueloser Geister sind Sie vielleicht ein wenig zu schick angezogen. Ich würde hier nicht viel weiter vordringen. Selbst an guten Abenden verläuft man sich hier leicht und heute ist kein guter Abend. Danke für die Warnung, Geist, aber leider muss ich mich hier um eine wichtige Angelegenheit kümmern. In meinem irdischen Leben war ich Bergsteigerin. Ich habe sehr viel Zeit in den bayerischen Bergen verbracht und Reisende auf gefährlichen Wanderungen begleitet. In meinem Beruf habe ich viele Leben gerettet. Das klingt nach einem tapferen und ehrbaren Beruf. Und doch bist du mit Ketten an die Welt der Sterblichen gebunden. Dürfte ich fragen, warum? Als junge Bergsteigerin und Bergführerin war ich äußerst abenteuerlustig. Aber genauso wie ich viele Leben gerettet habe, gerieten viele durch meinen Leichtsinn in Gefahr. Einige wurden sogar so sehr verletzt, dass sie nicht geheilt werden konnten. Das verstehe ich gut. Wenn wir in Eile handeln, tun wir manchmal Dinge, die andere schaden. Falls Sie bereit wären zu helfen, würde ich Sie um etwas bitten. Ein junger Mann, der zu einem Abenteuerclub gehört, wollte die Stadt der Toten erkunden. Doch seit einiger Zeit ist er verschwunden. Ich möchte Sie fragen, ob Sie ihn hinaus begleiten können. Ich würde gerne helfen. Ich glaube, dieser junge Mann gehört zur Pfadfinderbrigade. Ich habe schon von seiner Abwesenheit gehört. Finden Sie ihn bald, um seinetwillen. Dies ist ein gefährlicher Ort und ich befürchte, dass die Gefahr mit jedem Augenblick steigt. Keine Angst, ich werde den Jungen finden. Vielen Dank. Und wenn Sie zurückkehren, helfe ich Ihnen bei Ihrer Aufgabe.
Aha. Die Bergsteigerquest. Victoria Peak war eine Bergsteigerin, die darauf spezialisiert war, Reisende durch gefährliche Pfade zu führen. Sie war eine Expertin auf ihrem Gebiet, ging aber viele Risiken mit unerfahrenen Bergsteigern ein, die oft zu Verletzungen und ernsthaften Folgeschäden führten und manchmal sogar zu schlimmeren. Als Geist ist sie gezwungen, die Notlage verirrter Menschen mitzuerleben, ohne ihnen auf ihrem Heimweg verhelfen zu können. Als Victoria Ebenezer trifft, bittet sie ihn, einen verirrten Jungen zu finden und zu retten, der in der Stadt der Toten festsitzt. Kip hieß der Junge, genau. Und wie es scheint, müssen wir 3 Tore öffnen, um bei der Flucht zu helfen. 3? Warum denn 3? Der Junge heißt Kip. Sie werden ihn hier in dieser Stadt der Toten finden. Ja, das habe ich gerade auch im Questbook gelesen, dass er so heißt. Da ist er doch schon. Sir, bitte helfen Sie mir. Ich habe mich verlaufen. Hab keine Angst, junger Mann. Ich bin gekommen, um dir zu helfen. Mit diesem Hebel werde ich das Tor hinter dir öffnen. Sobald es offen ist, lauf schnell auf die andere Seite des Tores und bleib nicht stehen. Danke, mein Herr. Ich habe Angst. Ich bin allein. Und doch habe ich das Gefühl, beobachtet zu werden. Hab keine Angst. Du bist ein tapferer junger Mann. Du wärst nicht hier, wenn du nicht tapfer wärst. Jetzt geh. Geh voran und sieh nicht zurück. Okay. Wir müssen ihm auch durch die anderen Wege helfen. Okay, hier geht's nicht weiter runter. Ah, den habe ich zuerst gar nicht gesehen da im Dunkeln. Da ist schon wieder einer. 2, 3. Oh. Aber so können wir die Stärke gut vorantreiben, wenn wir mehrere Gegner auf einmal haben. Kostet uns aber auch ordentlich Gesundheit. Wahrscheinlich mehr als er heilt. Nein, ich wollte noch nicht raus. Ich wollte noch nicht raus. Hier gab es doch links noch was. Ha! Aha. Ein weiteres Erbstück. Nates Stahlöffnungskarte. Muss ich noch ganz kurz aufschreiben. Gegner haben 90% mehr Gesundheit und verursachen 90% mehr Schaden, haben aber eine erhöhte Chance, seltene Materialien fallen zu lassen. Um Gottes Willen, 90%, seid ihr denn wahnsinnig? Eine Stahlöffnungskarte aus einem Schlossknacker-Set, das ursprünglich einem Dieb und Kriminellen namens Nathan Howard gehört hat. Nathan hat ein unaussprechliches Verbrechen begangen und wurde zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Die Beamten baten ihn um Informationen, die den trauernden Familienangehörigen Trost spenden sollten, doch Nathan weigerte sich viele Jahre lang. Am Weihnachtsabend wurde er von den 3 Geistern besucht und lieferte danach sofort die Informationen, um die ihn die Beamten gebeten hatten, und tröstete damit Familien in der ganzen Stadt. Jetzt haben wir wieder einen Riesenbereich mit 4 Ausgängen. Hier haben wir auf jeden Fall eine Speichermöglichkeit. Da kommen wir nicht hoch, weil es uns an einem Haken fehlt. Da brauchen wir die Stärke von Victoria Peak, wie wir jetzt wissen. Ich werde aber nochmal speichern. Jetzt ist unsere Stärke auch wieder aufgeladen. Also Speicherraum. Oh. Ah, ich dachte, mit dem Dash kommen wir da voran. Tun wir auch. Aber wir kommen nicht da hoch. Platzenden Kerlchen. Oh, wer ist das im Hintergrund? Ah, hier haben wir schon wieder einen Hebel.
Wie kommen wir denn auf die Seite, Leute? Das verstehe ich schon wieder nicht. Ah, vielleicht unten durch das Geistertor. Boah, da war ich viel zu nah dran. Eieiei. Moment. Aber irgendwie muss man doch da hochkommen, Leute. Wow. Weiter runter kommen wir nicht. Da müssen wir wohl durch den Nebenraum durch. Ist schon wieder. Ich sehe es. Ich sehe es, wo es buschig ist. Hier. Oh, wer bist du denn? Oh. Oh, oh Gott, was machen die denn für Schaden? Das ist ja heftig. Oh, 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 oh. Und die halten auch noch viel aus. So, bevor wir... Hä? Von hier kommen wir nicht darüber. Und ich dachte, dass wir von hier dann rüberkommen. Wir wohl noch weiter voran. Ach, da kommt schon wieder der, der die platzenden. Nee, der, diesmal ruft er die hierbei. Und während er das Portal. Oh, er ruft verschiedene herbei. Ah, oh, den hat er noch geholt. Fuß. Oh, da haben wir... Ich habe mich wieder verlaufen. Bitte finden Sie den Hebel, um das Tor zu öffnen. Ich werde es versuchen, mein Freund. Ist er das? Sieht richtig aus, oder? Jawohl. Dann fehlt nur noch ein Bereich. Endlich die Haken uns zu nutzen machen. Da unten war auch einer, den wir mitgetroffen haben. Das ist doch mal wieder praktisch. Dann können wir ihn nicht ein bisschen herlocken, dass wir es nochmal forcieren können. Oh, da ist... Nochmal so ein Teleporter-Typ. Aber wo ist er hin? Oh, die sind ja furchtbar, wenn man hier jetzt immer hinterher rennen muss, um zu gucken, wo die hier hängen. Aber auf der anderen Seite... Ja, was ist jetzt passiert? Abgeschmiert, Leute. Das gibt's doch nicht. Das gibt es doch nicht. Das Spiel ist abgeschmiert. Na gut, wir sind eh bei 40 Minuten gerade. Dann würde ich sagen, beenden wir das Video hier an dieser Stelle mal. Ich hoffe, das kommt nicht nochmal vor, so ein Absturz. Und ich hoffe, die Aufnahme leidet jetzt nicht darunter. Ich habe auch keine Sicherheitskopien der Safe Games gemacht, was ich jetzt auf jeden Fall
machen werde, wenn das hier gleich funktionieren sollte und das Video so übernommen wird. Der erste Absturz in dem Spiel auf jeden Fall. Warum, wieso, weshalb? Keine Ahnung. Dann bin ich mal gespannt, wo unser letzter Speicherpunkt war oder wo er uns rausschmeißt, wenn wir das Ganze ja nochmal neu laden. Ich würde jetzt gerne in die Karte gucken, wo der letzte Speicherort war, können wir aber leider nicht, weil das ist ein absoluter Freeze hier. Na gut, ich bedanke mich ebenfalls fürs Zuschauen, hoffe, dass ihr bei meiner nächsten Episode zu Ebenezer and the Invisible World wieder mit dabei seid, wünsche euch bis dahin alles Gute, euer Rönne.